Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Endlich wieder ein neues Video. Das letzte Video in Lens ist ja richtig gut angekommen. Also dachte ich mir, komm, die Auswärtsfahrt nach Augsburg machst du direkt mit. Ich bin jetzt 3 Stunden nach Augsburg mit dem Auto gefahren. Heute ist ein unglaublich wichtiges Bundesligaspiel am Start. Der SC Freiburg auf dem Papier besser auf dem 8. Platz mit 29 Punkten. Augsburg auf dem 15. Platz mit gerade mal 23 Punkten, haben aber trotzdem noch 6 Punkte Vorsprung auf Kölle, die dann auf dem Relegationsplatz sind. Aber es ist natürlich trotzdem für beide Mannschaften entscheidend, für Freiburg, um nochmal Anschluss zu holen, um die internationalen Plätze eventuell mitzuspielen. 3 Jahre hintereinander Europa League wäre natürlich Wahnsinn und für Augsburg mitten im Abstiegskampf. Wir haben heute auch wieder einen Special-Gast am Start, Dullen Mike, der wahrscheinlich beste E-Sportler Deutschlands, vor oder nach Umut, man diskutiert. Wir schauen uns auf jeden Fall das Spektakel zusammen an. Davor gibt es aber noch was zu gewinnen für euch. Ihr könnt ein Bundesliga-Trikot eurer Wahl, also von ganz egal welchem Verein, gewinnen und 2x20 € Guthaben für was auch immer. Ihr müsst einfach euer Insta reinschreiben und mir hier auf Instagram folgen und dann wünsche ich euch ganz viel Glück und wir gehen jetzt mal Richtung Stadion und schauen, ob Dullen schon da ist. So, Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Stadion. WWK Arena. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das richtig, wie das Stadion aufgebaut ist. Hier jetzt die Geschäftsstelle vorne dran. Sieht nicht so cool aus, aber wie diese Stäbe, wie das aussieht, wenn man vorbeifährt, das hat ein richtiger Vibe. Ich bin mal gespannt. Mein erstes Mal in Augsburg, was mich so erwartet. Und stimmungstechnisch bin ich auch richtig gespannt. Geschäftsstelle ist doch ein bisschen nebendran. Das ist so ein VIP-Logenbereich, wo du rein kannst, dann auch nochmal was essen kannst. Ich habe auch geschaut wegen Tickets für London, finde tatsächlich nur VIP-Tickets. Wird dann ein bisschen schwieriger, aber hier so direkt nebendran die Geschäftsstelle. Und ich glaube, hier irgendwo müssten wir später sitzen. Und auf ganz romantisch nehmen wir jetzt hier noch auch mal den Sonnenuntergang mit. Vor der WWK Arena. Polizei schon versammelt. Also wir haben jetzt tatsächlich gerade 17.25 Uhr und die meisten gehen jetzt schon rein. Ich wollte mir das Ganze nochmal anschauen. Einmal eine Rundtour machen, bevor ich reinsteppe. Also jetzt so nachts, wenn die LED-Dinger da am Start sind, hat schon leicht Allianz Arena Vibes, aber ich fühle das. So langsam ein bisschen dunkel. Cooles Ambiente da. Wenn du ins Stadion läufst, bist du einfach direkt vor den Plätzen. Also es geht hier zum Unterrang. Ich weiß gar nicht, ob wir Unterrang oder Oberrang sind. Aber nach dem Eingang, Kontrollen waren, glaube ich, noch nie so streng. FCA-Fanshop, holen wir uns erstmal ein Demirovic-Trikot. So, wir haben Dullen wieder am Start. Was geht, mein Freund? Stammgast jetzt hier. Stammgast, wir sind heute, du bist ja nicht zum ersten Mal am Start, ne? Ja, natürlich. Augsburg hier, meine Heimat kann man so nennen. Sehr oft hier im Stadion gewesen und immer wieder cool hier gegen Freiburg. Was sagst du heute? Unglaublich wichtiges Spiel, Anschluss, ja, Europaplätze? Auf jeden Fall. Ist ja Augsburg auch im Abstiegskampf, deswegen, die werden auch gut Gas geben. Aber ich sag, es wird ein dreckiges 1-0. Ein ganz dreckiges. Ich bin auch mit einem dreckigen 1-0 gegangen. Mal wie immer Gregoritsch mit dem Kopf. Wichtige Frage, wer ist krasser, Demirovic oder Gregoritsch? Für wen hat sich der Wechsel mehr gelohnt? Ja, der Wechsel. Also erst Saison, letztes Jahr hätte ich noch gesagt, ist 50-50, beide gut gewesen. Aber dieses Jahr muss man klar sagen, Demirovic besser. Demirovic schon Top 5 Striker, safe. Wie bewerten wir die Aufstellungen? Freunde, wir blenden hier die Aufstellung nochmal ein. Freiburg-Aufstellung? Ich sag sehr gut, ja. Ich finde stabil, also sehr offensiv mit Höhler, Gregoritsch, Doppelsturm, Grifo, Doan, auch Merlin am Start. Ja, sehr gut eigentlich. Also Gulder als Unsicherheitsfaktor eventuell hinten drin. Aber ich sag, für die Möglichkeiten, die gerade da sind, ist so das Beste auf jeden Fall. Finde ich auch. Günther ist back nach Verletzung zum ersten Mal wieder Startelf. Ja, bei Augsburg kann ich euch nicht viel erzählen. Gegen Finn Dahm habe ich mal gescored. Das ist auch schon mal ein Weltding. Finn Dahm hat irgendwie eine Streak, der hat noch nie zu Null gespielt. Ja, seit 38 Spielen oder so. Demirovic heftig, sonst Mbabu kennt man. Vargas gut. Udokai ist ein Baller, Rex Bichai. Ja, also jetzt gehe ich sogar hoch auf ein 2-0. Mit, echt jetzt? Mit Gregoritsch-Tor und Höhler stolpert auch einen rein. Ich bleibe bei meinem 1-0. Okay. Und bei mir, ich sag, Röhl macht diesmal. Wir haben jetzt hier die nächsten Augsburg-Fans am Start. Was sind eure Tipps heute fürs Spiel gegen Freiburg? Ja, 3-1. Klar, 1. 3-1 gewinnen. Wer macht die Tore? Ach, das weiß ich nicht. Irgendeiner. Demirovic bestimmt, oder? Ja, mit Sicherheit. Und was sagen Sie? 2-1, ganz klar. 2-1. Tietz und Demirovic. Tietz macht super zur Zeit. Ich komme aus Freiburg, ich denke, dass es heute ein knapper Sieg wird für die Freiburger. Ein 1-0 durch den Gregoritsch. Nein, ihr seid mal völlig. Aber schauen wir. Aber auf ein gutes Spiel. Aber der darf bei uns keine Tore mehr schießen. Das hat er im Vertrag noch stehen. Ach, ja, dann. Okay, schönes Spiel. Gell. Schönes Spiel. Also das Crunchy Chicken Sandwich ist keine Empfehlung. Das kriegt eine 2 von 10. Aber verlosen wir auch im nächsten YouTube-Vlog. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo schon mal da.
Der Freiburg-Block fühlt sich auch schon langsam. Ich glaube heute, dass allgemein so der Freiburger Block und die Freiburger ordentlich Stimmung machen werden. Waren ja nur 3 Stunden Anfahrt, geht voll. Der Rest ist eher noch ein bisschen dünn besetzt gerade und ich muss sagen, es ist richtig kalt, aber wird sich auf jeden Fall noch füllen. Unsere Plätze, das wird ungefähr unsere View sein. 2 Reihen auch nach hinten. Das sind 10 von 10 Plätze. Ich bin richtig hyped auf diesen Bundesliga-Kracher. Also es sind jetzt ungefähr noch 30 Minuten bis zum Anpfiff. Die Kurve von Augsburg ist schon gut besetzt, aber sonst ist das hier echt noch ein bisschen mager. Aber ich glaube, das wird noch. Meine Ones to Watch bei Augsburg, Demirovic, klar. Und wer ich auch echt stark finde, ist der gute Tietz, der heute auch wieder von Anfang an spielt. Freiburg jetzt auch am Aufwärmen. Und vor uns auch hier so allgemein, nicht nur im Block. Ich glaube, die Freiburger sind heute zahlenmäßig schon gut am Start, die Fans. So, der beste Part des Stadionbesuchs laut Dullen ist der Kids Club. Dullen, willst du mal kurz ein bisschen erzählen, was der Kids Club so macht? Der Kids Club wird gleich eine Stadionrunde drehen und dann läuft halt die Augsburg-Hymne und die winken so die ganze Zeit. Das ist schon lustig, ne? Ist schon cool. Die schießen auch noch Trikots hoch, hast du gesagt? Nee, das leider nicht. Ah, scheiße. Aber hört sich eigentlich sehr, sehr stabil an. So, das Birometer in Augsburg, 2100 Liter. Das bedeutet, dass es so viel Freibier gibt. Beim letzten Saisonspiel in Augsburg habe ich heute dazugelernt. Und pro Tor geht es 100 Liter hoch. Und pro Tor 100 Liter hoch. Geil. Hallo, bitte! Hallo, bitte ein Trikot! Hallo! Okay, jetzt kommt er, Freunde, der Kids Club. Stimmung 10 von 10. Auch das Lieblings-Event von Dullen jedes Mal im Stadion. Allein deswegen ist es ein Besuch wert hier. Hi Kids Club! Ich muss ehrlich sagen, der Kids Club, coole Idee, aber bin doch ein bisschen enttäuscht. So von der offiziellen Hymne von dem Verein war das schon echt mau, echt wenig. Weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Also am Anfang war ich doch ein bisschen skeptisch, was die Musikauswahl angeht, aber irgendwie ist doch schon ein kleiner Ohrwurm hier. Mannschaften sind ready und jetzt wird jeden Moment angepfiffen. Let's go! Freiburg Sieg und dann international angreifen. Freiburg-Block auch full und stimmungstechnisch sind wir direkt da. Oh nein, 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 Doan! Was passiert denn da schon wieder, Junge? In der Abwehr kracht es wieder komplett bei Freiburg. Erste Aktion, Doan fast mit einem Eigentor, aber wie er da schon wieder durchkommt. Ein Pass, klatschen und tief, ist halt viel zu einfach. Also Freiburg, die ersten 3 Minuten nicht wahr. Oh, gefährlich, Noah. Aber, oh, das meine ich. Konsequenzen, Dankeschön. Auf geht's. Ja, also Freiburg-Fans sind so da. Hier mal ein bisschen Feuer reinbringen. Brüllen muss man öfter ins 1 gegen 1 von seinen langen Beinen. Ja, Doan macht klasse. Kein guter Touch. Ja, ist ein Foul. Ist richtig. Ja, rein auf den ersten. Kegel, Kegel! Oh. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen analysiert, wie die spielen. Also es ist wieder eine Dreierkette. Höfler macht es wie gegen Lenz zentral, Kübler, Gulde drumherum, Doan auf außen und Günther macht den Schienenspieler links. So ein knackiges 3-5-2. Boah, Noah, pass auf. Erste Ecke jetzt von den Augsburgern. Spielen es kurz aus. Kurze Ecken, ich werde nie Fan von sein. Ja, das war es nicht. Das war keine gute Ecke. Also die Stimmung von den Freiburger Ultras, wie immer 10 von 10. Wir haben jetzt, glaube ich, 15 gespielte Minuten. Also Ton, Lautstärke technisch 10 von 10. Und ab und zu wird ja auch mal ein bisschen gezündelt, aber natürlich alles ganz sicher. Jetzt vielleicht mal Grifo. Oh ja, Schiri. Schiri, ja, und er gibt ihn. Ja. Und er gibt Elfmeter. Es reicht, er trifft ihn. Dullen, Elfmeter.
100% Tor. Links oben, Grifo. Oder Lupfer. Kann man schon geben. Ja, Chip, den, ja, er trifft ihn unten und jetzt Grifo am Elfmeter. Ich glaube, er hat noch nie einen verschossen. Also der Elfmeter ist safe. Den Darm hat schon echt einige Elfmeter gehalten. Aber Grifo ist wahrscheinlich einer der sichersten Schützen. Aber seine Confidence zurzeit, glaube ich, nicht so stark. Saß ein paar Mal auf der Bank. Grifo nimmt nur einen halben und macht ihn rein. Komm hoch! 20. 1-0 Freiburg, ja. Was sagst du bisher? Ich sag mehr oder weniger, also was heißt unverdient, aber mehr draus gemacht, als an Chancen da war, würde ich sagen. Aber ja, ist natürlich gut. Also ich sag auch, eigentlich ist es richtig unsicher, was Freiburg hinten macht. Nur Atubolo ein bisschen bei Flanken noch leichter Unsicherheitsfaktor, aber so einen Elfmeter nimmst du halt mit. Ein bisschen glücklich, glaube ich auch, dass er da nicht vorgeht bei Mbabu. Ja, aber 1-0 und jetzt weitermachen. Oh, die ist gut. Kein Foul da. Stark, egal, von hinten. SCF, hier, regiert der SCF. Boah, schöne Bewegung, Dorn. Jetzt raus, Gregal in der Mitte. Jetzt einfach Gregal seinen Kopf suchen, genau. Aber da ist halt niemand, Grifo. Dorn mal einen wegmachen. Auf den linken. Falscher Ehrgeiz. Ja, nee, das war's nicht. Oh, der ist nicht schlecht. War die erste Annäherungsversuch von Augsburg. Also in der 38. Kübler muss verletzt runter. Sehr schade, er hat sich echt richtig gemacht und hat auch echt gut gespielt in den letzten Spielen. Matze Ginter gibt jetzt sein Bundesliga-Comeback. Nachdem er auch gegen Lens schon eingewechselt wurde, ist er jetzt wieder am Start. Noah und Nadine. Erster Eck jetzt auch von Freiburg, Grifo. Ja, ich sag's euch, die, weiß nicht, seit Wochen kommen die auf den ersten flach, ohne Sinn. Oh, Noah. Ja. Ah, weiß ich nicht, reicht es? Oh, gute Möglichkeit jetzt zum ersten Mal für Augsburg. Standard, ich weiß nicht, Vargas. Nummer 16. Boah, der ist stark. Boah, der war richtig gut und gibt auch Ecke. Boah, der ist stark. Oh, nächste gute Möglichkeit, Augsburg. Auf den Kopf da von Vargas. Also der Ausblock ist heute wieder sowas von da. Boah, macht er sehr gut. Und nächste Ecke. Oh mein Gott, ich habe ihn drin gesehen. So, zweite Halbzeit hat schon angefangen. Aber nochmal ein kurzes Halbzeit-Feedback. Ich sage, gegen Ende war Augsburg so am Drücker. Was sagst du? Was? Ich habe gesagt, Augsburg gegen Ende deutlich stärker. Hätten ja, also hätten auf jeden sich Ausgleich verdient gehabt. So ab 40. deutlich Druck gemacht. Zwei, drei echt starke Chancen. Erste Bengale wird schon wieder gezündet. Zweite Halbzeit geht jetzt los. Mein Tipp 2-0, alles noch drinne. Bei dir einfach halten jetzt. Ja, ja. Aber auch Freiburg sonst so in der ersten Halbzeit. Gerade in der Mitte haben sie es gut gemacht. Anfang ein bisschen unsicher, Ende auch wieder ein bisschen unsicher. Da müssen sie schon nochmal steigern. Kübi leider verletzt raus, Ginter rein. Und jetzt braucht es eine Masterclass von Gulde. Auf geht's, Freiburg schießt ein Tor. Also stimmungstechnisch muss ich ehrlich sagen, die Freiburg-Fans sind deutlich lauter. Wir sitzen ungefähr im Zentrum zwischen den Augsburg-Fans und den Freiburg-Fans. Jetzt nächste gute Freistoßmöglichkeit. Aber auf dem Babu spielen ist immer ein Fehler. Das darfst du halt nicht machen. Darfst du ja nicht auf dem Babu den Freistoß kurz ausführen. Da kann es ja nur einen Foul geben. Boah, ein Babu mit einer sehr guten Flanke und eine richtig starke Möglichkeit jetzt für Augsburg. Gerade eben noch der Front, jetzt hat er mich eines Besseren belehrt und fast der Ausgleich. Also Augsburg jetzt auch zweite Halbzeit deutlich stärker wieder zu Beginn. Fast wieder eine gute Möglichkeit. Spielen ist sehr diszipliniert gerade, fehlt nur noch so dieser letzte Zug zum Tor, diese letzte entscheidende Aktion, aber sonst haben sie Freiburg wirklich gerade im eigenen 16er fast gekesselt. Hat auch einen krassen Vibe, wenn alles Bengalo brennt und die Schals im Hintergrund, Schals, Schäle, ich kenne Plural nicht. Oh, der ist sehr stark. Aber Foul Freiburg, kriegt da glaube ich einen Fuß ins Gesicht. Ja, oh.
Alter. Jetzt erste Mal Freiburg offensiv dabei. Oh, fast perfekt auf Gregoritsch. Gute Flanke da von Röhl außen durch. Grifo muss echt aufhören, die Standards zu schießen, außer die Elfmeter. Nächste Ecke. Und die ist sehr stark. Aber an allen vorbei. Aber was ein Querschläger von Grifo. Ja. Gregoritsch jetzt vielleicht mal. Aber macht einen Babu stark. Aber mit Ball dann. Jetzt wird's halt ein bisschen kurios, ne? Aber jetzt wird's halt kurios. Gut verteidigt. Die Augsburger sind auf jeden Fall stimmungstechnisch auch da in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wieder diese langen Einwürfe, die sind echt gefährlich. Also Freiburg komplett mit den Schwimmflügeln am Start, 57. Die lassen echt richtig, richtig viel zu. Noah bekommt zum Glück noch nicht so viel zu tun. Also letzte Aktion fehlt dann meistens noch, so dieser letzte Pass, dieser letzte Stecker. Gib mir ein Statement, 60. Minute. Ja, also Augsburg komplett am Drücker. Führung auf jeden Fall glücklich, würde ich sagen. Aber wir führen noch. Am Ende zählen nur die 3 Punkte. Boah, wenn er den richtig trifft, dann kracht es hier. Noah ist aber da. Und jetzt mal ruhig, genau. Und ich glaube, jetzt muss er auch wechseln an Christian Streichs Stelle. Oh, super Ball. Oh! Doan rutscht rein und fast das 2-0. Ich habe es nicht gesehen. Doan kriegt dann einen Tritt ab. Aber auch in Augsburg kriegt einen Tritt ab. Zwei Wechsel, Günther und Gregal raus für und Makengo. Gulde wieder nicht der sicherste, gute Flanke. Und so langsam muss Freiburg echt aufwachen, sonst wird das nichts mit den 3 Punkten hier in Augsburg. Sind deutlich stärker die Augsburger. Artu nachfassen. Das meine ich. Noah ist eigentlich so ein starker Keeper, aber oftmals im zweiten immer erst im Nachfassen, da kriege ich jetzt immer ein bisschen Herzrasen. Oh wow, das ist es. Oh. Ah du Junge, du bist doch der Beste, ehrlich. Oh Höhler. Gut so. Gut verteidigt. Und Makengo kriegt ihr noch. Nee, kriegt er. Nächste gute Möglichkeit, Augsburg, Flanke ist da und Tietz und das ist das Tor. Verdienter Ausgleich für Augsburg hier. Leider. Im Nachfassen, im Nachschlagen dann. Freiburg leider mit der schlechtesten Leistung seit langem. Ausgleich jetzt von Augsburg war ein krummes Ding. Irgendwie Noah hat den weggefischt oder Latte, ich habe es nicht ganz genau gesehen. Udukai dann im Nachschuss ist es verdient, Ausgleich. Freiburg hat selten so schlecht gespielt. Dolan, was sagst du? Ja, es war hart natürlich. Also, wir spielen schon deutlich schlechter als das also, Ding. Wir werden von Augsburg dominiert, ja, ne? Komplett. Das ist schon sehr, sehr hart. Natürlich auch Donnerstag noch 120 Minuten in den Knochen, das kommt auch dazu. Aber das ist heute echt eine der schlechtesten Leistungen. Auf jeden Fall. Die Saison. Kann das nicht. Also, unsere letzte Hoffnung. Noah Weißhaupt. Der Mann hat gegen Lenz wahrscheinlich sein bestes Spiel gemacht. Eins seiner besten Spiele. Ich bin ein Riesenfan. Und jetzt nur vorbei. Ja, sehr schön. Hey. Oh, wow. Aber super Foul auch von Augsburg. Gutes taktisches. Nein, wow. Also Freiburg jetzt 1-2 hinten. Augsburg mit dem Führungstreffer. Demirovic hat es super vorbereitet. Engels dann Abschluss, glaube ich, kurze Ecke hat er gut gemacht. Man muss sagen, es ist verdient. Augsburg macht hier ein gutes Spiel, die ackern hier weiter. Freiburg, man merkt richtig, dass sie 120 Minuten vom Donnerstag noch in den Beinen liegen. Aber das ist trotzdem einfach viel zu wenig. Das ist viel zu schwach. Und da muss jetzt die letzten 8 Minuten noch mal was kommen, wenn sie da noch ein bisschen was holen wollen. Mindestens 1 Punkt auswärts. Also Respekt, ich habe die Augsburger Fans echt schlechter eingeschätzt. Weniger lautstark eingeschätzt, aber die Stimmung hier im Stadion. Vor allem jetzt natürlich nach dem Führungstreffer von Augsburg ist wirklich stark. Auch die Freiburg jetzt, wo es 2-1 gefallen ist für Augsburg.
nochmal die Mannschaft nach vorne peitschen. 8 Minuten sind noch zu spielen. Ein Punkt wäre schon sehr wichtig, vor allem nach der langen Führung auch. Super safe davon. Eieieiei. Der war es wirklich nicht, aber guter Save von Arthur wieder. Augsburg näher am 3-1 als am Ausgleich und es ist schon die 90. Minute. Noah mit dem Weißhaupt Classic. Zweiter Ball irgendwie. Oh, der ist gefährlich. Noah. Oh nein, ein Babu, Junge. Wusch. Irgendwie, Lucky Punch. Einen Punkt mitnehmen. Ja, Gulde. Also wenn Gulde hier das Tor macht. Kengo jetzt nochmal eklig. Oh. Aber macht er stark. Also die Augsburger hier jetzt auch schon natürlich am Feiern, haben sich auch verdient. Wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf gegen Freiburg. Sind jetzt mit 26 Punkten schon einiges voran. Ja, Freunde, am Ende 2-1 für Augsburg war ein Bruch. Augsburg hat sich aber verdient. War schwache Leistung von Freiburg, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also leider muss man sagen, verdienter Sieg für Augsburg. Kann man nichts machen, aber ja, dafür sind wir noch Euroleague dabei. Eben, dafür jetzt in London. Gehen wir wahrscheinlich auch auf eine schöne Reise. Wird es auch wieder coolen Content geben. Deswegen Like, Follow und einen Kommentar da lassen, Freunde. Und dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns Freitag, wenn es ins Münchenstadion geht. Bist du auch am Start? Ich muss gucken, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich auch wieder... Am Start wird es auch einen neuen Vlog geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Auf die nächsten 3 Punkte dann gegen München. Haut rein. Ciao, ciao.